Sprechen wir über meine Uhrensammlung, oder? Es hat sich so einiges getan. Legen wir los. Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Heute möchte ich euch meine aktuelle Uhrensammlung vorstellen und was sich so alles getan hat, denn es hat sich so einiges getan. Aber eins nach dem anderen. Kennt ihr das nicht auch? Ihr öffnet Social Media, scrollt ein bisschen durch und seht Rolex, Blingy, Feuer, Wristshots mit irgendwelchen Diamanten-Emojis und keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht so cool und mich nervt es, denn das ist kein Uhrenenthusiasmus, sondern das ist einfach nur Angeberei. Aber für uns Uhrenenthusiasten gibt es eine neue Plattform und die heißt WatchCrunch. Für alle, die es nicht kennen, WatchCrunch ist eine neue Social-Media-Plattform von Uhrenenthusiasten für Uhrenenthusiasten, wo ihr euch komplett kostenlos anmelden könnt. Viele Influencer sind auf der Plattform, aktuell ist sie noch auf Englisch, das heißt auch mein Content wird auf Englisch sein. Aber ihr seht da sehr viele englischsprachige Uhrenenthusiasten, YouTuber, Influencer, aber auch Presse, als auch bestimmte Marken. WatchCrunch ist die Plattform, wo ihr als Uhrenenthusiast euch praktisch wie zu Hause fühlt. Schaut gerne vorbei, alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und auch mein Thema, was ich auf WatchCrunch geöffnet habe, seht ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde vorschlagen, wir legen jetzt einfach los mit der ersten Uhr in meiner Sammlung und ich werde mich auch relativ kurz halten. Das hier ist die Uhr, die ich am öftesten trage wahrscheinlich und das ist meine Apple Watch. Apple Watch, ich liebe sie. Das hier ist die Series 4. Ich habe sie seit 2018, im Herbst habe ich sie gekauft. Und seitdem trage ich sie so oft und so gerne, immer wenn ich im Sport bin, immer wo ich irgendwo bin, wo ich halt nicht will, dass man irgendwie mich mit einer teuren Uhr sieht oder wo ich halt einfach keine teure Uhr mitnehmen möchte. Da ist die Apple Watch einfach perfekt. Night free, Blick free, tut was sie soll, sieht aber gut aus, beste Funktionalität und mehr kann man sich nicht wünschen, vorausgesetzt, du nutzt halt ein iPhone. Als nächste Uhr ist jetzt eigentlich die Apple Watch praktisch 2 für mich geworden, wenn ich halt irgendwie keinen Bock habe, eine Uhr aufzuladen und auch einfach, weil ich sie ganz witzig finde. Ich habe sie schon mal gezeigt. Moonswatch. Die Swatch Omega Moonswatch, das ist die Mission to Mars. Ich habe schon mal ein Video gemacht, warum ich diese Uhr gekauft habe, weil ich denke, dass sie später mal irgendwie was Besonderes sein könnte. Gerade die Mars-Variante, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei, wenn ihr oben aufs i klickt. Mega cool und eine absolute Strap-Queen für die ganzen NATO-Bänder, die wir bei www.theristguy.io haben. Wir haben jetzt übrigens auch diese elastischen NATOs, die eigentlich das Beste aus zwei Welten kombinieren. Mega coole Uhr, einfach so zum Spaß haben praktisch. Weiter geht's. Mit diesem Case hier, extrem praktisches Case für unterwegs, habe ich von der Chronothek in Wien bekommen. Hier drinnen ist eine Uhr, die ich geschenkt bekommen habe tatsächlich, nämlich das hier ist die 10-11-9. Ich habe mir diese Uhr ausgesucht, weil ich diese Variante, die Researcher, am schönsten finde mit der 12 und der 6. Ich finde, sie hätten mit den geraden Bandanstößen ein cooleres Design auf die Beine stellen können, aber so finde ich es eigentlich gut. Es ist eine gute Alltagsuhr mit einem soliden Werk, cooles Design, wie gesagt, auch eine der Uhren, wo dich niemand schief anschaut, obwohl sie ein bisschen Rolex-Flair hat, aber nice to have, coole Uhr für die Zukunft einfach mal und vielleicht bekommt sie mal einen Freund von mir oder sowas zum Geburtstag. So, das waren mal die 3 Uhren zum Einstieg und jetzt legen wir mit den Uhren in den Cases los. Erstmal beginnen wir mit diesem Case, das hatte ich auch das letzte Mal. Uhr Nummer 1, die ich euch gerne zeigen möchte, ist meine Fortis Flieger. Ich trage sie jetzt hier an einem The Wrist Guy NATO Band in Navy Blau. Mega coole Uhr, das ist die Japan Edition, hat auch eine coole Story, denn ich arbeite ja schon sehr lange mit Fortis zusammen und Fortis war auch einer der ersten Hersteller, die mich supportet haben, als ich noch ein sehr kleiner Kanal war und da schätze ich ihn wirklich sehr hoch an. Damals, als die Flieger neu rausgekommen ist, habe ich gedacht, boah, die Japan Edition schaut cool aus, ich wusste nicht, dass es eine besondere Edition ist und Fortis hat es dann möglich gemacht, wir haben dieses Quiz gehabt, zusammen mit Tudor Watch Club und meine Wenigkeit hat da gewonnen, natürlich. Und sie haben dann auf die Rückseite auch noch Gewinner drauf graviert in Factory. Das ist jetzt einfach so eine Uhr, die werde ich einfach mein Leben lang behalten. Die trage ich auch immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich irgendwie was Handwerkliches mache oder sowas, aber ich doch eine mechanische Uhr tragen will, trage ich die. Also für so Lagerarbeit und so weiter, immer wenn es ein bisschen was Härteres ist, weil Fortis ist dafür gedacht und dafür gebaut, dass du damit einfach carefree umgehst sozusagen. Als nächstes, eine Uhr, die ich auch sehr lange in meiner Sammlung schon habe, ist meine Cartier Tank. Ihr kennt sie noch vom letzten Video. Das hier ist die Tank Jumbo Winter Automatik. Die Uhr habe ich mir selber zum Studienabschluss gegönnt, sage ich mal, zum Bachelorabschluss. Damals habe ich gezahlt 3.500 Euro, glaube ich. Die habe ich von der Chronothek in Wien gekauft. Das war auch 2019 oder 2018 oder so. Keine Box, keine Papiere, aber was ich habe, ist die originale Fallschließe zu dieser Uhr. Das war eigentlich auch ein cooler Zufall, weil ihr wisst, ich liebe einfach Cartier und das ist eine sehr, sehr seltene Cartier, die man so nicht immer findet, die man so nicht immer sieht. Und das ist halt auch etwas, was ich mein Leben lang behalten möchte. Ich trage es jetzt hier auf einem Hirschband, aber ich möchte da auf jeden Fall noch mal eine andere Farbe drauf haben, weil dieses Braun ist, finde ich, so ein bisschen altbacken. Ich trage sie nicht mehr so oft wie früher.
Als nächstes habe ich eine der neuesten Uhren in meiner Sammlung. Und das hier ist, ihr habt sie ja schon im Review gesehen, ist meine Cartier Santos Dumont XL. Eine meiner Lieblingsuhren aktuell von Cartier. Wunderschönes Design, extrem zeitloses Design auch. Ich liebe Cartier. Und das ist so meine Dressuhr, meine Everyday Dressuhr. Und eigentlich, ich weiß nicht, ich wollte sie einfach haben. Ich habe nicht unbedingt einen Einsatz für die Uhr, aber ich wollte sie unbedingt haben. Ich trage sie auch nicht so oft. Aber gestern trug ich sie und irgendwie hat es mir so gut gefallen, dass ich mir selber vorgenommen habe, dass ich es jetzt wieder öfter tragen will. Eine Cartier-Uhr, die ich hier nicht bei mir habe, weil sie nämlich physisch nicht bei mir ist, ist mein Hochzeitsgeschenk von meiner Schwiegermama. Das ist meine Cartier Santos Carré. Auch wunderschöne Uhr, perfekter Everyday-Beater. Und da sagt auch meine Frau immer, dass die Uhr so gut zu mir passt, auch wegen der Größe. Mega geile Uhr habe ich mit Box und Papieren, war unpoliert. Ich habe sie einmal auffrischen lassen, habe ich leider sehr bereut. Aber ja, das ist meine dritte Cartier und das ist auch die letzte Cartier in meiner Sammlung. Als nächstes habe ich die neueste Uhr in meiner Sammlung und das ist auch die letzte Uhr in dieser Box. Das ist eine meiner Grail Watches. Diese Uhr wollte ich seit über 7 Jahren haben und jetzt habe ich sie mir endlich gegönnt, dank Juwelier Köck in Wien. Das hier ist meine Blancpain 50 Fathoms Bathyscaphe Chrono Flyback in Vollkeramik. Das ist die Uhr, wenn ich einfach auf die Kacke hauen will. Die Uhr kann alles, sie ist mega geil, sie ist einfach Stealth pur und was will man dazu sagen? Mit der Uhr bist du einfach so cool gekleidet, jenseits von jedem Hype. Keine Sau kennt diese Uhr, keine Sau weiß, dass du der Coolste bist mit dieser Uhr. Weißt du, was ich meine? Also alle Augen sind nur auf Rolex gerichtet. Jeder schaut nur auf seine Sub, auf seine GMT. Ganz Instagram ist voller Subs und GMTs. Und da ist diese Uhr viel besser als jede andere und keiner kennt sie. Aber gut, muss ja auch nicht jeder kennen. Dafür haben wir eine geile Uhr zu einem mega geilen Preis. So, jetzt kommen wir hier zur letzten Box. Und das hier ist ein bisschen meine besonderere Box, sage ich mal, weil ich hier sehr besondere Uhren für mich drinnen habe. Wir legen jetzt einfach mal hier mit der Uhr los. Die kanntet ihr schon. Das hier ist meine Rolex GMT Master 2, aka Root Beer, aka Chocolate, wie ich sie nenne, oder Cappuccino. Story dieser Uhr kennt ihr auch. Ich war beim Juwelier. Ich habe meine AP Jumbo ja verkauft und wollte mir irgendwas anderes Cooles damit kaufen. Und er hatte die einfach lagernd. Er hatte sie einfach da, kaum zu glauben. Und die Uhr hat mir dann sehr gut gefallen. Ich habe gesagt, passt, ich will sie haben. Dann hatte er sie schon dem anderen Kunden versprochen. Ich habe gesagt, nein, ich will sie. Der andere Kunde hat nein gesagt und dann habe ich sie halt bekommen. Und seitdem einer meiner Lieblings-Gold-Rolexe, ehrlich gesagt. Und auch voll unterm Radar, ehrlich gesagt, weil irgendwie sehe ich die nirgendwo. Ich habe die noch nie gesehen. Ich sehe goldene Subs, ich sehe goldene Daytonas, ich sehe Daydates überall. Die Uhr sehe ich fast nie. Und dann kommen wir auch zum nächsten, nämlich meine zweite goldene Rolex. Das hier ist die Uhr, die ich am längsten in meiner Sammlung habe, nämlich seit 2016. Das hier ist meine Rolex Daydate mit dem olivgrünen Ziffernblatt. Die Uhr hatte nicht immer das olivgrüne Ziffernblatt, die hatte mal ein anderes. Ich habe das dann tauschen lassen bei Rolex direkt. Damals ging das noch. Beste Entscheidung ever, ist eine meiner Lieblingsuhren. Meine Frau sagt, das ist die schönste Uhr, die ich besitze. Und das ist auch, finde ich, die schönste Rolex, die es gibt. Und sie kombiniert einfach alles, wofür Rolex steht heutzutage. Ich finde sie einfach wunderschön und eine der zeitlosesten Uhren, die ich habe. Und als nächstes möchte ich mit euch über die letzte Rolex in meiner Sammlung sprechen. Die Uhr habe ich jetzt auch sehr, sehr kurz. Ist eigentlich gleichzeitig mit der Cartier gekommen. Das ist die Rolex Daytona, Referenznummer 16500 LN, aka die Panda mit dem weißen Blatt. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt einfach die Daytona. Es ist die Daytona in Stahl. Es ist ein absoluter Klassiker. Man kann nichts mit der Uhr falsch machen. Diese Uhr kannst du 30, 40 Jahre haben. Sie wird immer nur mehr wert. Sie wird immer nur seltener. Sie wird immer nur besonderer. Und ich kann mich glücklich schätzen, diese Uhr zu haben. Als nächstes geht es weiter mit der Uhr hier. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Das hier ist die Girard Perregaux Laureato. Diese hier ist die Referenznummer 81.000 und das hier ist eine sehr besondere Referenz, denn diese Uhr wurde nur etwa ein Jahr lang gebaut, diese Referenz. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Laureato war ja die zweite Uhr von den ganzen. Also nach der Royal Oak kam die Laureato und erst dann später die Nautilus. Und die Laureato ist, finde ich, absolut unterschätzt, vor allem weil Girard Perregaux auch eine Haute Horlogerie-Marke ist in meinen Augen. Und ich finde, sie können echt gute Sachen machen. Die Uhren gibt es schon richtig lang, also die Marke gibt schon sehr lang und die Laureato stillt so ein bisschen meinen Durst nach einer Royal Oak und ich finde, dass das eine sehr besondere Uhr ist und ich glaube nach wie vor, dass sie unterbewertet ist und ich denke, irgendwann geht die schon wieder ein bisschen nach oben, vor allem, wenn man die Preise vergleicht. Royal Oak kostet 60.000, 70.000 Euro, 100.000 Euro. Nautilusse sind genau gleich, 80.000, 70.000 Euro. Overseas, zu der
kommen wir gleich, sind auch teurer bei ca. 40.000. Die Dinger kosten 20 und da ist, finde ich, noch sehr viel Luft nach oben, wenn man vor allem bedenkt, dass ein Laureato nicht so oft ausgeliefert wird. So, die Laureato, Leute, ist ja discontinued und da kommen wir auch zum Kanalsponsor Chronext, von denen ich diese Uhr gekauft habe. Chronext ist einer der größten Online-Uhrenhändler aktuell im deutschsprachigen Raum. Da gibt es alles von Rolex, Patek, AP und eben auch viele, viele Laureatos zum super Preis. Mit dem Code TheWristGuy kriegt ihr übrigens auch einen Rabatt auf eure Bestellung bei Chronext und damit unterstützt ihr natürlich mich und meinen Kanal immens und da wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar. Alle Infos zu Chronext findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nach der Laureato kommt die Overseas. Das hier ist eine meiner Lieblingsuhren, wenn es darum geht, Urlaubsuhr, Spaßuhr, Wasseruhr, unterwegs sein. Mega geiles Ding. Mein Kollege bei Chronext hat mich auf diese Uhr aufmerksam gemacht. Er hat mich richtig aufgehabt auf diese Uhr. Ich wollte eh schon lange eine Overseas, aber sie war mir immer irgendwie ein bisschen zu groß. Und irgendwann habe ich dann gedacht, scheiße, jetzt muss ich es machen. Vor allem, da stiegen auch die Preise so rasant an. Und dann habe ich mir die Uhr gekauft. Richtig flach, mega geiles Werk. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt vergleicht, Royal Oak, Nautilus, Overseas, ist das die beste Uhr objektiv gesehen. Genau das Gleiche sagt auch Marc Gebauer. Es ist einfach die beste und modernste Uhr. Ihr habt drei Bänder dazu. Ihr habt ein topmodernes Manufakturwerk, antimagnetisch, 150 Meter Wasserdichtheit. Die Uhr kann alles, was man will. Absolut nichts zu meckern. Jetzt kommen wir zur letzten Uhr in meiner Sammlung. Das hier ist, ja, ganz klar die wertvollste und besonderste Uhr in meiner Sammlung. Sowohl materiell als auch immateriell. Das hier ist die Patek Philippe Nautilus, Referenznummer 5712. Ja. Das ist mein Hochzeitsgeschenk von meinen Eltern gewesen. Unfassbar, unfassbar, dass ich das Glück haben kann, diese Uhr zu besitzen. Zum Listenpreis übrigens, für alle, die es interessiert. Wir haben da jetzt nicht irgendwie 100.000 Euro dafür hingeblättert, aber es ist unglaublich. Einerseits unglaublich, weil die Uhr fühlt sich nicht an wie eine 100.000 Euro Uhr, sondern sie fühlt sich an wie eine 30.000 Euro. Sie ist auch viel klappriger als jetzt eine Daytona zum Beispiel. Hört mal. Aber sie ist so gut designt, so gut proportioniert. Es ist wirklich unglaublich. Und es ist halt einfach eine der legendärsten Uhren auf der Welt. Das Werk ist unfassbar schön. Diese Uhr hat einen Mikrorotor. Damals konnte ich mir, ich hatte tatsächlich den Luxus aussuchen zu dürfen, ob ich die 5711 haben will oder die 5712 haben will. Das war 2019 noch. Und da war das halt noch ein bisschen leichter mit den Uhren. Und wir kannten den Juwelier sehr gut. Und wir haben halt gesagt, Hochzeitsgeschenk und so weiter. Und der hat mir dann Gefallen tun wollen und hat das eben für mich ermöglicht. Ich habe mich absichtlich für die 5712 entschieden, weil ich sie einfach schöner finde. Ich finde sie schöner, ich finde sie viel besonderer, ich finde sie viel cooler, ich finde das Werk schöner, ich finde sie auch viel quirkiger, weil sie eben so ein asymmetrisches Ziffernblatt hat und so weiter. Und die 5711, die ist, finde ich, so ein bisschen ausgelutscht. Die 5712, gerade in Stahl, sehe ich praktisch nirgendwo da draußen. Das ist auch meine Lieblings-Nautilus. Eine Uhr wird jetzt noch in meine Sammlung kommen und das ist die neue Forte Stratoliner. Die ist schon unterwegs zu mir, aber die ist heute leider nicht angekommen mit der Post. Das ist die letzte Uhr in meiner Sammlung und die neueste Uhr in meiner Sammlung. Und das ist es dann vorerst. Bei mir tut sich sehr viel mit den Uhren. Es tut sich viel in kurzer Zeit. Ganz klar, wenn ihr so wie ich, wenn ihr das so praktisch als Beruf ausübt, dann seht ihr so viele Uhren, ihr kriegt gute Angebote, Möglichkeiten tun sich auf. Aber das ist meine Uhrensammlung. Mich würde es mega interessieren, was ihr davon haltet. Wie findet ihr diese Uhren? Wie ihr seht, ich habe Hype-Modelle drinnen, aber nicht nur Hype-Modelle. Zum Beispiel, ihr seht hier keine Pepsi oder sowas. Okay, die Daytona, aber das ist halt auch irgendwie, das stört mich auch ein bisschen an der Daytona, dass sie so einen Hype hat. Ich liebe die Uhr, aber der Hype stört mich. Die Day-Date hatte ich schon vor dem Hype. Die Root Beer ist nicht wirklich gehypt. Die Nautilus ist gehypt, aber eigentlich die 5711 und nicht die 12er. Overseas, okay, Laureato ist überhaupt nicht gehypt. Ja, geht eigentlich im Hype-Faktor sozusagen. Na gut, lasst mich wissen, wie ihr die Sammlung findet. Oder wenn ihr denkt, etwas fehlt noch in der Sammlung, würde mich mega interessieren, wie ihr das so von außen seht. Ich denke, ich habe coole Sportuhren, ich habe coole Golduhren, ich habe Stahl dabei, ich habe Taucheruhr dabei, ich habe Chrono dabei, ich habe Dressuhr dabei. Ich wüsste jetzt nicht, was ein ewiger Kalender fehlt mir noch. Das könnte noch irgendwann sein. Gut, Leute, lasst mir sehr, sehr gerne Likes und Abos da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann, Leute.